Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute versuche ich einen Test mit Sesampaste, weil ich brauche die für einen Füllung und habe ich mir aber ein Gläschen zum Sicherheit noch auch gekauft, aber so ein ganz kleines Gläschen, nur für 125 Gramm, kostet 4 Euro, 3,99. Das ist das Billigste, was ich gefunden habe. Und dann habe ich gedacht, ich versuche aber mal selber es zu machen und habe das auch gemacht. Und schaute, was für so eine Paste haben wir bekommen. Richtig schön. Und wenn man die so ein bisschen vergleicht, dann sieht sie gar nichts anders aus. Vielleicht, das ist viel feiner, aber das kann man auch noch ein bisschen Öl dazu geben und nochmal polieren, aber ich finde, es ist voll in Ordnung. Es sind keine Stückchen oder sowas. Was kann ich noch dazu sagen? Diese Paste jetzt einfach in ein Gläschen reinmachen und in den Kühlschrank aufbewahren. Und die kann wirklich bis 4 Wochen noch im Kühlschrank stehen. Und wenn ihr Interesse habt, wie wird diese Paste zubereitet, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Aber was wollte ich noch sagen? Es gibt auch mein erstes Buch auf dem Markt. Und wenn ihr Interesse habt, dann stehen die alle Links zu dem Vorbestellen oder zum Bestellen dieses Buches unten in die Beschreibung. Und wenn ihr natürlich dieses Buch kauft, dann wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Nachkochen und Dankeschön für Ihre Unterstützung. Und jetzt viel Spaß beim Video anschauen. Dafür erstmal werden wir Sesamsamen anrösten, ein bisschen im Backofen, dass die ihre Fette freilassen und dann beim Pürieren, so beim Mahlen, dass es besser geschmeidiger wird. Ich habe jetzt ein Glas von Sesamsamen genommen und das sind die 150 Gramm. Und bitte nicht verbrennen, sondern wirklich nur anrösten. Wir müssen die dann gleich noch warm mahlen. So, und stelle ich bei 150 Grad ungefähr vielleicht für knappe 10 Minuten. Aber am Ende sage ich euch, wie lange es bei mir gedauert. Ab und zu muss man ein bisschen so verrühren, dass wir die Samen bewegen. So, ich habe die Samen in kalten Backofen hingestellt und auf 150 Grad Ober-Unterhitze angeschaltet. Und deswegen habe ich 15 Minuten im Backofen gehalten. Wenn er wird das Backofen vorheizen, dann wird es knappe 10 Minuten reichen. Sieht richtig, richtig schön. Hört ihr, wie rauscht? Richtig schön trocken. Ganz bisschen können wir abkühlen lassen, nicht so ganz heiß. Aber warm soll es bleiben. Gebe ihm meinen Behälter und werde versuchen, mit diesem Mixer das zu einer Paste zu mahlen. Kurz immer ein bisschen schütteln. Wird es schon schwer. Schauen wir mal rein. Es geht wirklich in Sekundentag. Nur ein paar Sekunden, oh, haben wir fast halber. Und das jetzt alles schön cremig zu machen, dass es streifiger wird, müssen wir etwas Öl dazu geben. Es muss auch nicht viel sein. Öl soll sein neutrales, kein Geschmack und kein Geruch. Ich gebe erstmal einen Esslöffel. Dann noch ein paar Sekunden mache ich an. Ein Esslöffel ist zu wenig, aber es wird schon langsam, schaut ihr, cremiger. Dann geben wir noch einen Esslöffel. Ich würde es wirklich raten, esslöffelweise dazu geben. Dass es nicht zu viel geben und dann wird es zu flüssig. 1, 2. So, insgesamt haben wir jetzt 3 Esslöffel. Das könnte schon fast reichen. So, ein bisschen schütteln. So.
Schaut, wird immer besser. Aber ich glaube, ich werde noch ein bisschen Öl dazu machen, dass es etwas streifiger wird. Schmeckt nur nach Sesam. Noch zwei. So, insgesamt habe ich 5 Esslöffel und mehr mache ich wirklich nicht. Das reicht dann. Und eine Prise Salz. Und nochmal letzte Mal gut alles verrühren. Schaut, jetzt sieht sogar im Becher richtig gut. Perfekt. Einfach perfekt. Schaut. So, und jetzt werde ich auch noch wiegen, wie viel haben wir jetzt ein Endprodukt bekommen von 150 Gramm Samen. So, jetzt werden wir mal wiegen. Mal Becher und dann haben wir 172 Gramm Paste bekommen. Das heißt, dass wir haben 150 Gramm Samen genommen und 5 Esslöffel Öl. Ja, ungefähr wahrscheinlich 22 Gramm Öl. Jetzt diese 172 Gramm im Vergleich mit 125 Gramm Fertigpaste für 4 Euro, die ist mir viel, viel billiger geworden, weil ich habe diese Bio-Samen verwendet und diese 500 Gramm haben gerade 2,25 Euro gekostet. Dann könnt ihr es sich vorstellen, wie billig jetzt unsere Paste geworden. So, liebe Freunde, wenn ihr das mal selber für irgendwelche mal Rezept braucht, könnt ihr es auch mal ausprobieren und das nachmachen. Ihr habt selber gesehen, das ist gar nicht schwer. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, mal beim selber machen und würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!